Tja, Leute, jetzt ist der feministische Kampf aber wirklich gewonnen. Auf dem Grünen Parteitag canceln sie Konrad Adenauer. Aber wenn damals Adenauer sogar für die CDU-Frauen schon zu sexistisch war, da bin ich mir sicher, dass wenn wir Grüne bereits existiert hätten als Partei, hätten wir ihn genauso kritisiert. Jeder, der nicht zu 100% mit ihrer gesellschaftlichen Weltsicht auf Linie ist, darf nicht mehr genannt oder zitiert werden. Das ist eine Regierungspartei. Diese Menschen regieren uns. Hallo Freunde! Gefallene Engel, die aus der Hölle kommen! Und herzlich willkommen zu Clownies, die Grünen canceln Konrad Adenauer, weil er nicht woke genug ist, Welt! Nein, doch! Ja, ihr habt richtig gehört, der erste Kanzler der Bundesrepublik ist ihnen nicht feministisch genug, wie wir bei Apollo News lesen. Na gut, das ist ja auch 70 Jahre her. Ich glaube, da gab es diese Ideologie Feminismus noch gar nicht. Und ich weiß, der ein oder andere wird sich schon denken, ah, das ist mal wieder so ein Video, wo mit dem Finger auf die Grünen gezeigt wird und schaut mal, über was für dumme Dinger die da alle debattieren und was für ideologisch motivierte Diskussionen da den Parteitag vereinnahmen. Und für die Leute, die das befürchten, ja, genau so ein Video ist es. Ich weiß, das kann auch manchmal dröge werden. Ich glaube, der Letzte, der in sein Portemonnaie schaut, hat mittlerweile verstanden, dass die Grünen Deutschland und seiner wirtschaftlichen Kraft nicht besonders zuträglich sind. Trotzdem ist es aber hin und wieder mal interessant, vorbeizuschauen, wie es denn so auf der anderen Seite so läuft. Und naja, wir sehen hier schon die Antragsteller in, denke ich, an dieser Stelle. Wie gesagt, möchte jetzt auch nicht zu früh urteilen. Wie ihr alle wisst, ne? Da könnte man den Queerbeauftragten der Bundesregierung zitieren. Von außen kann das kein Arzt attestieren, was man für ein Geschlecht hat. Von daher lasse ich das an der Stelle auch einfach mal offen. Ne? Sie schreiben bei Apollo News schon, dass sie hier diskutieren über ein Adenauer-Zitat in der Präambel des Europawahlprogramms. Also einfach nur ein Zitat. Und am Ende befindet der Parteitag folgendes. Der erste Bundeskanzler war nicht woke genug und muss gestrichen werden. Konrad Adenauer. Und ich habe mir gedacht, bevor wir hier in langweiliger Art und Weise den Artikel durchgehen, habe ich euch doch einfach mal die Stelle rausgesucht von dem Parteitag, wo tatsächlich dieser Vorschlag eingebracht wird. Und ich würde sagen, wir reacten doch einfach mal darauf. Vielleicht ist da ja sogar das ein oder andere gute Argument für das Canceln von Adenauer dabei. Bevor ich hier auf Play drücke, ist aber schon eines klar. Das ist das, was die unter anderem auf dem Parteitag beschäftigt. Die Leute stehen wahrscheinlich vor dem härtesten und kostenintensivsten Winter für ihre Kontostände. Die Bundesregierung, unter anderem mit den Grünen natürlich, berät darüber, wie man verfassungsfeindlich weiterregieren kann. Um die Schuldenbremse auszusetzen, werden irgendwelche Notstände ausgerufen. Aber das, wofür auf diesem Parteitag Zeit eingeräumt ist, ist eine Debatte über ein Adenauer-Zitat im Wahlprogramm. Na gut, schauen wir mal rein. Jetzt Shirin Kreese Schröder stellt den Antrag vor. So, 3 Minuten. Ja, also wir sind hier schon emotional angefasst, da muss man sich vorher sammeln, bevor man diesen mutigen ideologischen Appell hier an die Gemeinschaft der Partei liefert. Das sei ihr gegönnt, das würde mich auch persönlich ja belasten zu einem gewissen Grad, jetzt meinen Parteikollegen erklären zu müssen, dass Konrad Adenauer von uns gecancelt werden muss. Da darf man sich vorher auch schon mal sammeln. Ich wäre offen gestanden lieber Justizminister geworden, aber Adenauer meinte, eine Frau wäre zu weich, um die Härte in die Justiz zu bringen, die er für notwendig hält. Das ist ein Zitat von Elisabeth Schwarzhaupt, die erste Frau im deutschen Kabinett. Also es ist nicht genau ein Zitat von Adenauer, sondern es ist ein Zitat von jemandem, der über Adenauer redet, okay? Erst nach einem Sit-in-Protest von CDU. Und wie gesagt, also ich bin hier nicht da, um Adenauer zu verteidigen. Das ist 70 Jahre her, da gab es deren Ideologie noch nicht. Das waren halt andere Zeiten. Frauen wurde sie überhaupt in Adenauers Kabinett berufen und fortan bei der Kabinettsbegrüßung von ihm mit »Meine Herren« angesprochen. Nun könnte man sagen, Humor verstehen wir auch nicht, okay? Sagen, Adenauer war eben Ergebnis seiner Zeit. Ein bisschen Sexismus muss man eben hinnehmen. Aber wenn damals Adenauer sogar für die CDU-Frauen schon zu sexistisch war, da bin ich mir sicher, dass wenn wir Grüne bereits existiert hätten als Partei, hätten wir ihn genauso kritisiert. Wahrscheinlich sogar noch viel härter. Warum um alles in der Welt sollten wir ihn denn jetzt in unserem Wahlprogramm mit dem einzigen Zitat ehren? Wir sprechen hier über Adenauer, Konrad Adenauer, ein CDU-Politiker, der die Verantwortung trägt für die Reintegration von NSDAP-SpitzenfunktionärInnen in höchste Staatsämter.
Also genauso wie auch bei der Grünen hier, deutsche Wirtschaftsnachrichten, Gründungsmitglieder der Grünen waren Mitglieder der NSDAP. Baldur Springmann und Werner Vogel gehörten zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder zu den Gründungsmitgliedern der Partei, Bündnis 90 Die Grünen. Also gut, bevor man da gegen Konrad Adenauer schießt, muss man auch sagen, dass die eigenen Gründungsmitglieder auch mal bei der NSDAP waren, nicht wahr? Aber das blenden wir an der Stelle einfach aus. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier auch nicht ernsthaft mit dieser Dame hier zu argumentieren. Ich meine, wir sind hier auf dem Grünen Parteitag. Es gibt wahrscheinlich keine Partei, deren Denken und deren ideologischen Vorstellungen mir ferner sind. Aber selbst in deren Frame gedacht jetzt, ist das halt nicht besonders konsistent, wenn eigene Gründungsmitglieder auch bei der NSDAP waren. Adenauer war in seiner Zeit und ist bis heute problematisch. Im Zuge der Verhandlungen habe ich mir versucht... Ja, nächste Frage ist natürlich, wer ist es nicht? Wer ist nicht problematisch in den Augen der Grünen? Das ist vielleicht auch eine Frage, die man stellen kann. Man muss sich ja auch mal an der Stelle vor Augen führen, dass das halt auch einfach gar keinen interessiert, was da in der Präambel vom Europawahlprogramm drinsteht. Es geht ja als solches auch einfach nur um das Zitat von Adenauer, was dort eingefügt wurde und nicht darum, dass man die gesamte Person hier an dieser Stelle glorifizieren möchte. Wie gesagt, ich argumentiere in deren Frame. Und zwar folgendes Zitat. Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen, sie wurde die Hoffnung für viele, sie ist heute die Notwendigkeit für alle. Das hat er vor 70 Jahren gesagt. Eines der bekanntesten Zitate Adenauers schreiben sie hier bei Apollo News. Doch der Satz muss weg. Schau mal weiter, wie die Dame das weiter begründet. Vorzustellen, nicht wir Grüne, sondern die CDU, gebe ihr einziges Zitat in ihrem Wahlprogramm einer grünen Politikerin. Ich habe es wirklich versucht, aber ich konnte es einfach nicht. Es ist zu absurd. Ja, das sehen die wahrscheinlich genauso. Würde mich auch interessieren, was für ein Grün-Zitat denn dienlich wäre für die CDU. Und noch absurder waren dann die Verhandlungen zu diesem Antrag. Ich hatte den Gegenvorschlag gemacht, lieber Simone Weil zu zitieren, die erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Natürlich, das wäre wesentlich feministischer gewesen, als den ersten Kanzler der Bundesrepublik zu zitieren. Mit einem Zitat, was halt selbst in deren Frame. Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen, sie wurde Hoffnung für viele, sie ist heute Notwendigkeit für alle. Das sollte denen ja selbst in deren Frame nicht wirklich widersprechen, wobei sich wahrscheinlich ein Konrad Adenauer unter der Einheit Europas nicht vorgestellt hat, dass wir zu einem supranationalen Konstrukt hinkommen, was im Endeffekt den einzelnen Staaten diktiert, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich meine, ich könnte jetzt sehr lange abranten über die Deckel auf PET-Flaschen, die man jetzt nicht mehr abmachen kann oder abmachen soll. Ich kenne keinen Menschen, der diesen Deckel nicht abreißt. Weil er nervt beim Trinken, er drückt dir ins Gesicht. Ja, und solche Sachen, also das ist jetzt ein schwaches Beispiel, aber es ist eines der Beispiele, wo Dinge über den Kopf der Bürger der jeweiligen Länder hinweg entschieden wurden, in einem Parlament, auf das in Gänze die demokratischen Bürger noch nicht mal einen wirklichen Einfluss haben. Abgesehen davon, alle 5 Jahre mal zur Wahl zu gehen. Also sowas hat sich Adenauer wahrscheinlich auch nicht unter der Einheit Europas vorgestellt. Wäre wahrscheinlich ein besserer Grund von den Grünen ausgehend, ihn deswegen zu canceln, weil er sich das nicht so vorgestellt hat wie sie. Aber naja, vor 70 Jahren gab es halt auch noch keinen Feminismus und deswegen muss Adenauer weg. Die ja auch gestern schon erwähnt wurde. Danke an Terry dafür. Aber dieser Vorschlag wurde abgelehnt und ich finde, dann muss man schon auch mal die Frage stellen dürfen, warum ist dem Bufo dieses Adenauer-Zitat so verdammt wichtig? Weil es halt der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Weil für die Leute eine Rolle spielt, was dieser Mann in Deutschland bewegt haben soll und nicht, wie ideologisch der auf eurer heutigen Linie sein soll. Laut dem Bufo soll das Zitat uns in der Mitte der Gesellschaft verorten und das könnte durch kein anderes Zitat ersetzt werden. Ja, und das Ding ist, ihr seid nicht die Mitte der Gesellschaft, von daher tut ihr durchaus der politischen Welt, aber auch dem Vorfeld und auch vor allem den NPCs einen Gefallen, wenn ihr durch solche Aktionen auffällt, weil den Leuten dann klar wird, nein, ihr seid nicht in der gesellschaftlichen Mitte verankert, ihr seid borderline linksradikal. Es ist ja einfach so. Eure Jugendorganisation in Bayern wirbt damit mit Hashtag wir sind linksextrem. Von daher gerne weg mit dem Adenauer-Zitat. In der gesellschaftlichen Mitte ist die Grüne nun mal nicht. Aber ein Zitat kann nicht unabhängig von der Person betrachtet werden und gedeutet werden. Wer Adenauer... Ja gut, dann können wir gar keinen mehr zitieren. Nicht wahr? Dann können wir niemanden mehr zitieren. Das sind halt die Grünen, wie sie leiben und leben. Zitiert, gibt nicht nur seinen Worten, sondern ihm als Person Raum. Und wenn Adenauer von Hoffnung spricht, spricht er ganz
sicher nicht von meiner Hoffnung. Ja, genau. Nämlich, wenn die Leute sich überhaupt die Präambel des Europawahlprogramms durchlesen, ja, dann denken sie nicht über das Zitat nach und lesen dann irgendwie einfach weiter, was ihr wollt, sondern die recherchieren dann erstmal Adenauer und dann kommen die darauf zu sprechen, dass Adenauer vor 70 Jahren ja noch gar kein Feminist war. Und dann werden die euch nicht wählen. Man muss sich das mal überlegen, in was für Debatten die sich verrennen, dass sie sich da ernsthaft Sorgen um die Außenwirkung machen, wenn ein Adenauer-Zitat in deren Programm mit drin steht. Aber gut, naja, so sind sie halt. Wir entscheiden hier und heute über unser Europawahlprogramm und ich bitte euch um Unterstützung für den Änderungsantrag, denn meine und ich hoffe auch eure grüne Vision für Europa ist feministisch, zeigt klare Kante gegen rechts und sie heißt definitiv nicht Konrad Adenauer. Oh, das war mutig. Das war wirklich mutig. Ja, vielen Dank. Also das war die Ansprache. Aber die Clowns-Veranstaltung geht noch weiter. Sie debattieren dann wirklich ernsthaft darüber, ob sie ein Adenauer-Zitat aus ihrem Programm streichen sollen. Und dazu äußert sich dann Claudia Roth. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Shirin, ja, Adenauer war ganz sicher kein Feminist. Und er hätte ja, weil es die Ideologie auch damals noch gar nicht gab. ganz viel von uns lernen können. Aber heute geht es um den Beginn der europäischen Idee. Und Adenauer hat vor 70 Jahren einen Satz gesagt, diese Einheit, sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Eine Notwendigkeit für uns alle. Und dieser Satz, der ist... Ja gut, also ob sich Adenauer jetzt ein Europa der offenen Grenzen vorgestellt hat in der Art und Weise, wie es gerade stattfindet, das zweifle ich mal vorsichtig an. Wie gesagt, ich möchte auch nicht wirklich eine Partei in diesem Diskurs bei denen ergreifen. Dieser ganze Diskurs ist schon Clownswelt, dass die überhaupt darüber diskutieren zeigt, wie ideologisch geleitet diese Leute sind. Aber wir hören trotzdem mal an, was Frau Roth hier vorzubringen hat. Heute vielleicht aktueller denn je, er könnte heute nicht aktueller sein. Und dass aus Nachbarn heute enge Freunde und Freundinnen geworden sind. Und das. Ja, tut mir leid, Frau Roth, aber er war nicht feministisch genug, deswegen muss er raus. Dann sagen wir doch nicht, dass er eine gute Politik in anderen Bereichen gemacht hat oder dass er... oder. Jetzt muss sie sich ernsthaft noch dafür entschuldigen, dass er kein Feminist war. Alter! 1949 wurde der Bundeskanzler. Da ging es den Leuten zu schlecht, um sich solche Ideologien überhaupt auszudenken. Wir würdigen zwei ganz starke Frauen, die die... ja, ich finde das cool. Also zur Argumentation trägt ihr für Frau Roth bei, dass man ja nicht nur Adenauer, also nicht nur das Zitat eines Mannes an dieser Stelle hervorgehoben hat, sondern man hat ihm dann noch zwei Frauen gegenübergestellt, um ihn aufzuwiegen, ja, damit das irgendwie gleichberechtigt ist. Da ist meine Frage, warum kommt dann kein Zitat von einer Transperson in euer Wahlprogramm? Warum schafft es Ganserer nicht mit ein ist nicht per se ein männliches Sexualorgan in die Präambel eures Europawahlprogramms? Ihr könntet doch mit gutem Beispiel vorangehen und die Leute mal aufwecken. Ja, ich meine, an dieser Stelle merkt man halt aufgrund dieser Debatte, dass da langsam die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Ne? In den älteren Reihen der Grünen ist wahrscheinlich ein Konrad Adenauer, egal in welcher Partei er war, immer noch hoch angesehen als der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Das ist er wahrscheinlich unter den meisten Parteien in Deutschland. Aber die junge Generation innerhalb der Grünen, naja, die sind halt schon ein paar Schritte weiter. Bitte euch, stimmt dem modifizierten Vorschlag zu. Vielen Dank. Tja, ich kann es für euch zusammenfassen, wie es dann gelaufen ist. Wir lesen jetzt hier bei Apollo News. Am Ende wird es aber eine knappe Abstimmung für den Antrag und die Grünen canceln den problematischen Adenauer aus ihrem Europawahlprogramm. Es wird an dieser Stelle auch mal wieder offenbar, sie lehnen die gesamte Gesellschaftsordnung, die wir haben, die wir leben, ab. Und dazu gehört nun mal auch Konrad Adenauer. Der muss dann halt auch weg. Dass dann eine Claudia Roth sogar noch auf die Bühne kommt und ernsthaft anfängt, darüber zu diskutieren und abzuwägen, dass dieser Mann auch gute Seiten hatte, zeigt einfach, in welchem Zustand wir uns hier gerade in diesem Land befinden. Das ist eine Regierungspartei. Diese Menschen regieren uns. Wir stecken also mitten in einer kulturellen Revolution, die auch darin besteht, sämtliche Überbleibsel unserer Gesellschaft und was sie ausgemacht hat, inklusive ihrer prominenten Figuren, auszuradieren. Selbst das, was sie gesagt haben, unsagbar zu machen. Jeder, der nicht zu 100% mit ihrer gesellschaftlichen Weltsicht auf Linie ist, darf nicht mehr genannt oder zitiert werden.
Und das sind nicht nur die Standards, die sie an Adenauer anlegen. Diese Standards legen sie an ihn an, weil sie dieselben Standards auch an unsere Gesellschaft anlegen wollen. Jeder, der nicht zu 100% ihrer totalitären Linie entspricht, darf als öffentliche Persönlichkeit noch nicht mal mehr zitiert werden. Nein, sie darf als öffentliche Person nicht stattfinden. An dieser Stelle hätte man also denken können, die Überschrift ist in irgendeiner Art und Weise ironisch gemeint, hyperbolisch gemeint, übertrieben gemeint. Nein, sie haben sogar dafür abgestimmt. So sind diese Leute drauf. Und wenn sie mit einem Bundeskanzler vor 70 Jahren so umgehen, stellt euch alle mal die Frage, wie werden sie in Zukunft mit euch umgehen? In diesem Sinne, sich ein paar schwachsinnige Debatten vom Grünen Parteitag anzuschauen, die auf ihre eigene verblendete Art und Weise klar machen, welche Standards sie auch an uns, an ihre Gesellschaft, die sie regieren, heranlegen, klar zu machen, schadet nie. Genauso wenig, wie hier gerne auch einfach mal in die Beschreibung reinzuschauen, zum Beispiel bei Telegram zu folgen oder ein Abo dazulassen. Das schadet auch nie und natürlich FPC. Ja, Adenauer war ganz sicher kein Feminist.